Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay, eingesendet von Hell. Oh, lang, lang, it's Hell. Ich meine, it's Hell. Entschuldigung. In der Otschakow. Ah, und da, wo ich euch ein Bottom-Tier-Gefecht gezeigt habe, oder Anführungszeichen muss man fast sagen, nicht unter anderem, zeigt uns Hell jetzt, was hier in einem High-Tier-Gefecht möglich ist, wenn man mit der Otschakow auf Stufe 8 das absolute Non-Plus-Ultra ist. Das ist natürlich dementsprechend spannend. Ja, in meinem Gefecht, da schauen wir uns das doch mal an. Die Lichtstimmung ist natürlich grandios. Türmchen sexy, Türmchen schön. Die schönen Ruski-U-Boote, Schlauchboote meine ich natürlich. U-Boote sind es auch, wenn der weiße Hai rankommt, aber der beißt sich da wahrscheinlich die Zähne aus an den rot-gelben Gummiboden. Naja, genug geschwafelt. Schauen wir uns das an, was wir sehen müssen. Stufe 6, Gäde, Leningrad, Stufe 7, Trento. Oh ja, geht. Ne? Wir haben eine Ark Royal, da wirkt dann auch die Anti-Air ganz passabel auf Stufe 6. In North Carolina, ja, tut weh. Tirpitz nicht zu nah. Amagi, das putzt weg. Poltava, ach, ist halt ein Russe. Pagrazio natürlich im Gegnerteam. Die wird in jedem Gefecht zu sehen sein. Die ist ja so ultra gut. Ach, keine Ahnung, ich komm mit dem Teil einfach nicht so zurecht. Muss ich mal schauen. Ich habe auch gute Gefechte mit, aber alles in allem, muss ich leider sagen, nicht so ganz meins. Unverständlich. Dabei bin ich so ein ausgefuchster Kreuzerfahrer. Ja, Witz beiseite. Wir haben Beschussalarm dabei. Bin ich gespannt. Da sind ganz viele Screens mit dabei. 6 habe ich abgespeichert, glaube ich. Und da sollte also Kapitän und auch Module mit dabei sein. Ist halt meistens so bei 6 Screens. Oder aber es wurde einfach einmal die doppelte oder mehr Screens vom Endscreen gemacht. Also vom ausführlichen Bericht meistens dann. Aber ich bin gespannt. Was kann man über die Otschakow sagen? Ich glaube, ich verlinke euch einfach das Review-Video. Das ist das Einfachste. Aber in aller Schnelle für all jene, die nun einen kurzen Überblick brauchen. Wir haben 6,1 oder 6,2 Sekunden Nachladezeit der 152er. Wir haben 4x2 152 mm. Wir haben hier tatsächlich Radar auf 10 km. Besseres Concealment als Radar, 9,1 km. Wir haben Hydrokristische Suche, wir haben T-Virus. Das ist die, ich will nicht sagen Cleveland der Sowjets, weil das stimmt einfach nicht. Aber in diese Richtung soll es wahrscheinlich gehen. Ein Schweizer Taschenmesser für die Russen. Er kann viel, aber halt nichts richtig. Dementsprechend ein nettes Schiff zum gerne fahren. Ich bin mit dem Schiff auch gerne gefahren, was nicht bedeutet, dass es gut ist. Ich fahre mit vielen Schiffen gerne, die auch nicht gut sind. Von daher, naja, muss jeder für sich selbst wissen. Viel Schaden ist immer drin, wenn man aufpasst. Ist mit jedem Schiff drin. Man muss nicht nur die besten Schiffe fahren. Auch mit einer oft verhassten Mogami, was ich gar nicht verstehen kann, ist viel Schaden drin oder eine Cleveland. Manche Leute behaupten auch, Seattle sei schlecht. Was? Naja. Die Algerie hier, die ist auch nicht schlecht. Die hat aber halt einen Fehler gemacht. Man sollte halt nicht, wenn nur eine Gäde vor einem ist, vom eigenen Team und eine Bagration schon am Fliehen. Das reimt sich. Mitten in den Cap sich ziehen lassen, um dann zu merken, dass man das einzige Schiff ist, das offen ist und natürlich dann 4 gegen 1 im Dauerfeuer nichts zu melden hat. So ist das. Dementsprechend gutes Schiff, schlecht gefahren. So ist es natürlich bei vielen, vielen Schiffen. Ich werde diese Nahansicht, also sie ist natürlich sehr, sehr idyllisch. Ruhige Wasser hier. Sieht so aus, als würden wir auf dem Genfersee langsam oder eigentlich sehr schnell entlang gleiten an einem ruhigen Sommertag, windstill. Ja, da muss mich auch hier mal umschauen. Sieht gut aus. So, jetzt offen, Gerde kommt raus. Ist aber nicht offen durch hydrokristische Suche. Die geht einfach so auf. Gerde hat beschissenes Concealment. Beschissen. Nicht so gutes Concealment. Ja. Torpedos werden mit Sicherheit unterwegs sein. Hier, die Maas hat Torpedos reingeschickt. Ich würde da sofort Krise kriegen, ne? Wenn ich das hier sehe. Ich würde sofort rausschauen. Aber entweder hat es hier nicht gesehen oder aber ist vollkommen unbeeindruckt und vertraut auf die Gefechtskenntnisse der Maas. Und anscheinend zurecht. Und ja, wie schon gesagt, hier, die Gäde hat natürlich Torpedos geworfen. Aber die Otschakow ist schnell mit Speedboost, mit Speedflagge, über 36 Knoten. Das geht. Da muss man erst, ich glaube, zweimal schießen, bevor man das dann adäquat trifft. Also direkt beim ersten Mal schießen die meisten daneben. Das ist auch gut so, denn wir haben nicht viele Trefferpunkte.
mit denen man spielen könnte. Und das sieht aus wie ein absolutes Bullshit-Gefecht, sehe ich das an. Alles flieht, egal welche Stufe, als ein Lemming-Train einmal zu C und das wurde ihm zu A. Boah, das ist halt... Du. Normal mittlerweile. Weiß nicht. Vielleicht jetzt nicht Lemming Train in beide Richtungen, aber dass das Team kuriose Dinge macht. Aber seid gewiss, kein anderes Spiel wird davon verschont. Und da ich in letzter Zeit ein bisschen War Thunder spiele, kann ich auch sagen, da ist es mit den Teams dasselbe. Das spielt überhaupt keine Rolle. Da wird entweder vor dem Cap rumgestanden und es wird nicht erobert, sondern wird gewartet, bis der Feind es erobert und dann versucht, den Panzer oder etc. rauszuschießen. Das gelingt nicht. Der Feind hat das Cap erobert und man fährt immer noch nicht rein, um es zu decappen oder sonst was. Ist bei Warfare genau dasselbe wie hier bei World of Tanks. Bei World of Warships. Oder aber, was noch lustiger ist, die Leute fahren schnell ins Cap und dann bleiben sie nicht da, um es zu verteidigen, obwohl der Feind schon offensichtlich da ist, weil er offen ist. Ist hier leider bei World of Warships auch so. Es ist... Oder alle fahren auf Feindcap. Wie gesagt. Normalerweise bin ich der, der nur auf Wargamings World of Warships flucht. Aber mit ein bisschen, naja, sagen wir so, mehr Erfahrung von an Spielen, nicht an Spielwissen, in Gaijins War Thunder, kann ich euch sagen, dass diese Art verwandten Spiele, wo ein bisschen strategisches oder taktisches Verständnis positiv auf die Gefechtsbilanz einwirken, ist bei allen Spielen, bei den Teams, sehr fragwürdige Entscheidungen, die getroffen werden und die dann einfach eiskalt durchgezogen werden. Die Pagration hier und die North Carolina, die haben auch nicht die Spur einer Intention, wieder zurückzukommen, um vielleicht die Flanke zu halten. Null. Null. Und ich weiß nicht, ob Piotr und Pavel, das sind die zwei Brüder, die Pagration Designs erfunden und konzipiert haben. Ich meine natürlich, die fußt auf einem Projekt, das wirklich gegeben hat. Die weinen bittere Tränen, wenn sie sehen, dass ihr Schiff so verwendet wird. Da haben sie es doch als OP-Staliniumkreuzer. Ich meine, well-balanced russisches Kreuzerschiff ins Spiel gebracht. Und dann wird sie mit dem Arsch zum Feind gefahren. Hätte Piotr und Pavel das gewusst, dann hätten sie der Pagration 3 Geschütze am Arsch gegeben. Nicht 2 in der Front. Ja moin. So viel dazu. Ja. Was macht eine Otschakow hier? Die großen 152mm Kanonen haben nicht den Bums, den man sich sonst von 220ern oder von 180ern der Russen normal erwartet. Die haben auch nicht die Anzahl, wie es bei der Tschapajew ist. Das bedeutet, die auch nicht die Menge macht's. Die haben halt den Reload. Aber dementsprechend farmen wir. Was wir halt bei einer Tschapajew auch machen. Ich schätze mal 152mm mit der FAE gespielt. Oder 37mm Pen. Der Rest dann noch mit Sprengmeister und Flaggen aufgewertet, damit man den 50% Malus der Brandwahrscheinlichkeit auf die Stockwerte der Türme wegkriegt oder der Hauptartillerie wegkriegt. Ganz normale Vorgehensweise. Und dann schön high. Um dann auf 10 bis 8 oder 8, ab 8 Kilometer, ab 9 Kilometer, je nach Schiff, dass man dem gegenübersteht, damit AP zu schießen. Geht auf jeden Fall. Winkel sind nichts Besonderes, ist ganz normaler Standard hier. Das Schiff macht trotzdem Spaß. Das ist im einfachen Grund, weil es relativ wendig ist für einen Russen. Jetzt nicht unbedingt von den Werten her, ich glaube 750 Meter Wendekreisradius. Aber er fühlt sich zumindest nicht so steif an wie die Tschapajew. Bei der Tschapajew hat man das Gefühl, das ist wie ein Backstein im Wasser. Das Ding dreht sich nicht. Das ist da kein Wind der Welt schafft, dieses Schiff zu bewegen. Und der Motor auch nicht. Zumindest das Ruder klemmt. Das ist hier bei der Otschakow tatsächlich nicht der Fall. Sie fühlt sich einfach besser an beim Fahren. Das macht meiner Meinung nach einen großen Unterschied aus beim, ganz einfach beim Fahrspaß, beim Fahr. Das Fahrgefühl ist wichtig. Da. Oh, Pagration auf 15,0. Den würde ich jetzt gezielt eher rausnehmen, weil es ein starker Kreuzer. Gut, wurde gemacht von North Carolina. Und wir fahren hier noch ein bisschen auf der Tirpitz. Besser ist natürlich, die Kreuzer rausnehmen, aber die Mioka mit den 203, die schießt jetzt auch nicht besonders. Einmal hier das Drehen gefährlich, was Hehl macht, aber leider muss man das hin und wieder auch. Und der Gegner ist eine Tirpitz. Oh, eine Leningrad. Und bei der Tirpitz sind wir jetzt nicht in der Gefahr, dass wir hier
Problem haben, oft getroffen zu haben. Aber hier seht ihr das Ding der Dinge, der Bonus der Otschakow, das, was natürlich sehr gefährlich ist für jeden DD. 10 Kilometer Radar, 9,1 Kilometer Aufdeckungsreichweite. Und da kommt jetzt ein bisschen das RNG zum Tragen. Das ist beschissen. Drei Salben, ein Treffer. Beim zweiten hat man gesehen, der erste war falsch gezielt. Der zweite hat man gesehen, ging links und rechts neben vorbei. Da kam nichts mal in die Nähe des Schiffes. Dementsprechend hat man gelitten. Und hier, ja, die Leningrad wird die Otschakow die ganze Zeit offen halten. Vielleicht wird sie auch drauf schießen. Ich würde drauf schießen. Es gibt aber keinen Grund, hier nach vorne zu fahren. Die North Carolina und die Nagato hier oben bekämpfen die andere North Carolina, die einzige, die sich um das Cap kümmert. Die Leningrad, naja, die ist ein bisschen weit außen dafür, dass, ach, wie soll man sagen, die Caps in, also in der Hand des Feindes sind, zumindest zwei davon, und nur einer bei Team Rot ist, der Feind, also wir, mit ziemlichem Punktevorsprung hier, ja, nicht unbedingt unseren Punktevorsprung verlieren, wenn es so weitergeht. Außer North Carolina und Carolina hier, die Carolinas rammen sich, aber das wäre dann auch wieder ein Vorteil von uns. Könnte ja sein, sieht auch gar nicht schlecht aus, dass das funktioniert. Und knutschen sie schon auf der Karte. Und sehen wir hier gleich einen. Nein, sehen wir nicht. Hat sie nicht geschafft. Aber dann wird die Nugget und die North Carolina sie sandwichen. Und Hill farmt weiter. Ja, das ist. Was macht man in der Otschakow? Farmen, farmen, farmen. Und wie ich schon im Review-Video gesagt habe: Fechte über 100.000 sind auf Stufe 8 als Top-Tier eigentlich drin. Also, mehr wahrscheinlich. Und Gefecht auf Stufe 10, da muss man einfach besser aufpassen, aber da haben wir halt dasselbe Prinzip. Wir machen trotzdem Schaden mit Bränden, wir machen trotzdem Schaden auf alle möglichen Schiffe mit IFAE. Wir müssen nur besser aufpassen, weil das Deathstrike-Risiko einfach viel, viel höher ist. Wobei, wenn ein Schlachtschiff drauf schießt, ja, wir haben halt nur 30.000. So, Radar ist gleich wieder ready und die Leningrad hat den Fehler gemacht, den sie auch vorher schon gemacht hat. Sie hat sich die Radarreichweite des neuen Schiffs nicht gemerkt. Vielleicht ist es nicht notwendig, wenn sie jetzt Richtung B fährt. Ja, sie hat es geschafft, hinter die Insel zu kommen. Das könnte jetzt ein bisschen kritisch werden, ne? Die North Carolina ist raus, die andere North Carolina ist aber auch raus. Die Nagato hier kämpft alleine gegen Arkreal, Tirpitz und Kuroko. Die Otschakow hat natürlich schweres Spiel, wegen der geringen Reichweite auf davonfahrende Schiffe auch noch schießen zu müssen. Und sagen wir so, 4x2, ne? Die Turmanordnung ist zwar vollkommen in Ordnung, aber hier merkt man dann einfach die fehlende Granate pro Geschützturm in der Luft. 8 Sekunden Chapayev, 6,2 Sekunden Otschakow. Wir sind bei 25% weniger Granaten und 25% weniger Nachladezeit. Da Wargaming hat sich das relativ einfach gemacht mit dem Balancing. Wobei es nicht ganz 25% weniger Nachladezeit, weil eben 6,2 Sekunden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Vielleicht erzähle ich auch die ganze Zeit Scheiße, das sind wirklich nur 6,0, aber ich glaube 6,2 Sekunden sind es. Zu meiner Schande muss ich gestehen, immer wenn ich Testschiffe ziemlich oft fahre und das bin ich die Otschakow, dann habe ich danach nicht mehr so Lust, sie später dann zu fahren, wenn sie released worden sind, aber ich glaube, das geht uns allen so. Das würde auch so gehen. Bei Grazian allerdings bin ich seltenst gefahren, oder nicht so oft, deswegen habe ich jetzt auch nicht unbedingt Lust zu fahren, aber ihr wisst, wie es ist. So, das war's mit der Tirpitz. Wenn sie nicht abbrennt, dann wird ja die letzte HE-Salve noch ihr Übriges tun. Also nicht diese, sondern die gerade ankommt, jetzt. Oh Gott, das ist gut, wenn man recht hat. Und da ist die Leningrad. Das Luder, das sich von B zu C sniggelt und snackt. Und die Algerie, ich weiß nicht, was sie macht, aber sie macht was. Aber ich weiß nicht, was es sein soll. Es ist eine schwierige Geschichte, weil sie hat eigentlich noch ja, mehr als die Hälfte des Lebens. Und ich weiß nicht, es gibt da einfach. Herr Hill hat sie auch gemeldet, vollkommen zu Recht. Was ist denn das hier überhaupt? Soll ich nachschauen? Ist es gemein? Keine Ahnung. Also. Ich verstehe es nicht. Muss man wahrscheinlich auch nicht. Sagen wir mal so, manchmal hat man einfach nicht die Möglichkeit, etwas zu verstehen, weil man sich dafür in die Absichten eines Menschen hineinfühlen können muss, um einen anderen Menschen zu verstehen.
Manchmal läuft man dabei aber Gefahr, dass man komplett verdummt oder nicht mehr zu sich selbst findet, wenn man dann den anderen versteht. Das ist jetzt auch gemein. Ja, ich muss aufhören mit dem Spaß. Keine Ahnung, was sich die Algerina hineinbildet, aber die hat wohl was gefunden, was ihr gefällt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Was es ist, ich weiß es nicht. Ich war, glaube ich, noch nie da hinten. In meinen 8.000 oder 10.000 Gefechten habe ich es nie geschafft, da einen Karten reinzufahren. Vielleicht findet man da Premium-Zeit oder 1.000 Dublonen pro Minute, die man hinten steht. Keine Ahnung. Ist alles möglich. Da könnte tatsächlich alles hinten sein. Und die Unsterblichkeit. Ich würde nie drauf kommen. Und auf anderen Karten würde ich nie danach suchen. Ja, hier schießt hier ein bisschen schlecht. Da hätte er durchaus leid. Was? Warum schießt er denn da hin rechts? Warum schießt er denn da rechts hin? Er hat geglaubt, die weicht hier raus, ne? Aber man muss denken, wir sind auf 7,3 Kilometer oder 7,4 Kilometer. Die Granaten haben die Mündungsgeschwindigkeit von, was haben sie, 920 Meter pro Sekunde. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Und die hätte eigentlich raus sein müssen. Das hat Heli jetzt schlecht gemacht. Also schlecht geschossen, schlecht gemacht. Die Frage ist, gewinnen wir trotzdem noch? A, B ist gefährlich, die Leningrad, ja, die geht jetzt nicht mehr auf, wenn sie schlau ist. Dementsprechend kommt sie einfach zu C zurück, wenn Hel nach B fährt. Die Vladivostok ist zu weit weg, weil sie sich zu weit rausziehen hat lassen und muss die Miyoko töten. In 4 Minuten, wenn sie Miyoko und Ark Royal tötet und Hel es schafft, B zu nehmen und sofort zu C zurückzukommen, ohne dass, naja, dass die Leningrad C holt, dann kann das noch klappen. Weil das realistischere ist aber, dass die Vladivostok von einem Miyoko abgefahren wird, die auf, ich glaube, angenehmen 12 Kilometer sitzt bei ihr. Und die Ark Royal, wenn die es schafft zu überleben, dann, glaube ich, trägt sie ein gutes Stück dazu bei. Die Vladivostok müsste eigentlich ja nach rechts reindrehen, wenn wir ganz ehrlich sind. Hart nach rechts reindrehen zur Ark Royal und was ganz wichtig ist, zu A. Aber es sieht schon mal so aus, als würde sie das nicht machen. Ja gut, hat jetzt auch keinen Sinn mehr, weil ist ja tot. Wie gesagt, Leningrad, die wird jetzt locker noch C nehmen. Hel muss zu A, muss zu B, das war's. Und dann wird er weiterfahren müssen zu A, damit er die Ark Royal rauskriegt. Und in der Hoffnung, mit den zwei, also mit den zwei Caps und der Zeitverzögerung zu Leningrad und vielleicht noch den Kill der Ark Royal, dass er das noch reißt. Aber es sieht alles andere als gut aus. Dafür sind die 2 Minuten 50 wahrscheinlich gar nicht mehr da. Das ist quasi schon verloren. Wobei, vielleicht, wie gesagt, wenn die Ark Royal, vielleicht hat sie einen dummen Fehler gemacht und fährt hier noch nach vorne. Das könnte natürlich die Möglichkeit sein. Weil die Flugzeuge sind sehr nah, sie starten sehr schnell. Viele Spieler achten nicht drauf, obwohl Jotschakov die ganze Zeit offen ist. Da müssen wir noch abwarten. Ansonsten sind es 108.000. Wie gesagt, 108.000 oder 100.000 in einem Top-Tier-Gefecht. Ja, ach, ciao. Was habe ich gesagt? Da sehen wir hier. Es ist, wie gesagt, es ist nicht so unbedingt schwierig, manche Dinge vorherzusehen. Mit 6. Ja, gut, ist ein Premium, ja, die Ark Royal. Nichtsdestotrotz, immer noch Stufe 6. Und da macht man natürlich auch guten Start mit diesem leichtgepanzerten Flugzeugträger. Die Frage ist, wie schnell kriegen wir den raus? Ich glaube, in 1 Minute 50 sollte das drin sein. Was aber ganz wichtig wäre, Hel, ist nicht aus B rauszufahren. Ja. Oh. Ja, ich glaube, das weiß er schon selbst, ne? Das weiß er schon selbst. Er hätte B unbedingt nehmen müssen. Und hier mit AP bitte schön auf die Ark Royal. Ich glaube, das wird hier sogar gut passen. Ansonsten, komm, schieß AP. Ja, jetzt geht's vielleicht ein bisschen schneller. Ja, aber dann, wenn es dann wird, ist halt schwierig zu sagen. Ne? B tickt die ganze Zeit weiter. Hätte er B genommen? Dann wären halb so viele Punkte jetzt da. Wenn C verloren geht, wäre halb so schlimm. Ah, endlich die Zitadelle. Und er wird dann auch A nehmen gleichzeitig. Und vielleicht noch gegen die Miyoko kämpfen. Die Miyoko hat nämlich nicht mehr so viel. Oh, ganz, ganz schwierig hier. Ganz schwierig. Schauen wir einmal kurz, sobald hier rausgeht. Einfach zu hoch. Komm, runter da. Willst du mich verscheißern? Nee, mach mich nicht fertig. Jetzt wechselt er nochmal, obwohl er schon geladen hat. Hel, du machst mich gerade fertig.
Du machst mich gerade richtig fertig. So, 856 zu 873, ja. Hätte Heal B genommen, dann hätte das wahrscheinlich gereicht. Wenn er jetzt nicht drauf geht in den letzten 10 Sekunden, dann hätte es wahrscheinlich gereicht. Da kann ich mich irren, man muss schauen. Man hätte schauen müssen. Es sind nämlich nur 43 Punkte. Nicht mal, 41. 41 Punkte. Von 56 auf 97. 41 Punkte. Hat das B gemacht? Hat B 41 Punkte gemacht? Es ist ja nicht nur, hätte B 41 Punkte gemacht. B hätte eigentlich nur 20 Punkte machen müssen. Weil 20 Punkte, also 20 Punkte vermeiden, weil es die nicht gemacht hat für Team Rot, und 20 Punkte machen, weil es die dann gemacht hat für Team Grün. Und A zeitgleich natürlich blockiert. Bin fast der Meinung, das hat's gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit da über war, aber eigentlich, ja gut, weggeworfen wurde es natürlich an anderer Stelle. Weggeworfen wie ein feuchtes Handtuch, mit dem man sich nicht mehr abtrocknen kann, einfach in die Ecke geklatscht. Dahin, wo die Algerie hingefahren ist, da wird das Handtuch in die Ecke geknallt. Naja, aber man hätte es dennoch noch gewinnen können und dann wäre es natürlich episch gewesen. Und ja, IFA ist drauf, ja, Sprengmeister ist drauf, wir haben Doppelconcealment, natürlich haben wir das. Turmdrehrate brauche ich tatsächlich bei Drotschakow persönlich nicht, aber wir haben hier 16 oder 14 sogar, muss ich mal nachschauen. Aber ich habe nicht auf Turmdrehrate geskillt, ich habe auf Adrenalinrausch geskillt. Und ich habe, glaube ich, sogar auf wenigen Kreuzern, aber hier bei Rotschakow, weil ich nicht wusste, wohin mit den Punkten anderswo, habe ich auf, Inspekteur natürlich. Inspekteur und Last Stand, aber wir sind ja auch erst bei 15 Punkten. Und das ist der Viktor Znamensky, der Spezialkapitän von der Russie. Wenn man da nicht auf Elite Süße skillt, dann ist man selbst schuld. Aber braucht man nicht für Rotschakow. Meine Meinung. Da haben wir, schau mal. Concealment und Wände, also Ruderstellzeit, habe ich auch. Ziel habe ich auch. Da habe ich allerdings nicht den Ausfall, weil dafür habe ich den Skill. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, den Brand. Lieber besser nicht brennen, minus 5%, je nachdem. Das ist ja nicht minus 5%, aber nach Anwendung die Formel gejagt. Aber minimal bessere Chance. Und dafür habe ich ja Last Stand, dass mir das nicht ausfällt. That's it. Persönliche Wertung 152.000 Tank zum CV, 109.000 hart erarbeitet, könnte man sagen, als Top-Tier. 35 Flugzeuge abgeschossen. Gut, das gibt natürlich Punkte ohne Ende. 10 Brände ist interessanter und 2 oder 3 Kills verteidigt. Ja, 1686 Basics B wäre bei einem Sieg 2400 gewesen. Ja, das ist immerhin, das ist gut. Natürlich als Top-Tier ist die Steigerung noch drin. Hängt immer davon ab, wie das Gegnerteam zusammengesetzt ist. Gut Schaden auf gute DD ist gute Auszahlung. Warum macht das so komisch? Ich weiß nicht, hin und wieder habe ich so leichte. Genau. Hier ist der ausführliche Bericht. Mit der AP ein bisschen verschossen. Zu spät, zu hoch. Und danach nicht mehr gewechselt und hier die 107.000. Die Brände sind immerhin tatsächlich 26.000, das ist nicht wenig. Und man kann auch mit weniger HP viel erreichen, wenn man ein bisschen vorsichtig fährt oder nicht gerade Hauptziel ist. Und das hat man hier auch gut gesehen. Gut, ein paar Entscheidungen sind wie immer dem Spieler überlassen und im Nachhinein, wenn man sich das alles in aller Ruhe ansehen kann, wieder eine ganz, ganz andere Geschichte, als wenn man die Entscheidungen sofort im Gefecht treffen muss. Aber so ist das Leben und so ist das Spiel halt hier auch und das spiegeln die Replays hier wieder. Ein Spiel ist immer perfekt und ein falsches Bild zu vermitteln, das sorgt meistens nur für Frust bei Spielern, die sehr, sehr gute Replays die ganze Zeit sehen und mit sich selbst dann unzufrieden sind, dass sie es selbst nicht schaffen. Dankeschön Heel fürs Einsenden, Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht, aber nur, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und wehe, ihr habt kein Abo. Ciao.